Alright, Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Kamersin und Purpur Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr nicht solo Libello den 7-Sterne-Raid machen könnt. Dazu habe ich bereits ein anderes Video gemacht, falls ihr das verpasst habt. Ich werde euch das als i hier verlinken. Klickt drauf, könnt ihr euch angucken. Das geht wirklich zu 99,9% immer solo. Einmal hat man Pech, dann wird man gecrittet. Vielleicht unlucky, aber ansonsten funktioniert das immer. Gut, aber das ist nicht Sache dieses Videos. Dieses Video bezieht sich auf das Supporten. Vielleicht habt ihr irgendeinen Streamer, den ihr mögt, den ihr aushelfen möchtet. Irgendeinen Kollegen, Verwandten, kleine Schwester, kleinen Bruder, was weiß ich. Und ihr kennt nur die Solo-Taktik, wisst nicht, wie ihr irgendwie hilft oder was weiß ich. Keine Ahnung oder habt Bock zu supporten. Dann ist dieses Video, dieses Bild auf jeden Fall für euch. Und zwar geht es heute um Morbitess. Als allererstes natürlich wie immer Terra-Typ Psycho, nicht notwendig, aber kann helfen. Dann natürlich die DVs, die müssen maximiert werden bei dem NPC oben in dieser Schneestadt. Ich glaube mittlerweile weiß jeder, was damit gemeint ist, hoffentlich. Dann natürlich eine Mäßigmünze, davon haben wir 7 Millionen, dank dem Glurak-Raid. Dann die Fähigkeit, die ist relativ egal, welche ihr nimmt. Ich habe jetzt einfach mal Unbeugsamkeit gelassen, hatte ich schon von Anfang an. Dann das Item. Hier haben wir, weil wir ein Supporter sind, relativ viel Auswahl. Ich habe aktuell das Blendpuder, weil Libello benutzt gegen Morbitess keine Akrobatik oder so oder Eisenschädel. Er benutzt Feuerball, beziehungsweise Feuerball, Flammball? Ich glaube Flammball, oder? Ist aber egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und die Attacke hat auf jeden Fall eine Chance zu missen. Eine sehr, sehr gute eigentlich sogar. Plus Blendpuder, das erhöht die Chance, dass die Attacke euch nicht trifft. Also, als ich es eben gerade ohne Aufnahme getestet hatte, hatte er 5 hintereinander gemisst, was richtig geil ist. Aber wir werden ja mal sehen. Ansonsten als Alternative Zitrobeere, klar. Muschelglocke, um euch zu heilen. Überreste, also ist wirklich euch frei überlassen, was ihr da reinklatscht. Ich habe jetzt einfach mal für das Video ein Blendpuder genommen. Dann als Attacken, sehr, sehr wichtig, Reflektor und Trugträne, die sind essentiell. Die müssen wir beibringen, weil Reflektor halbiert den Schaden, Trugträne sinkt die Spezialverteidigung für euren Partner, der dann Lamus hat, der dann literally, sobald Libello auf minus 6 ist und euer Lamus halt komplett fertig, eine Attacke drückt und der ist 100-0, also der ist tot, der knockt einfach weg. Dann habe ich zum Beispiel Charm noch drauf. Charm einfach, um den Angriff zu senken von Libello, den er immer wieder gerne erhöht. Dadurch ist er halt rein theoretisch minus 6 und muss sich erst wieder hochboosten, bis er neutral ist und macht währenddessen halt gar keinen Schaden. Da könnt ihr auch Alternativen nehmen anstatt Charm, sowas wie rechte Hand, Psychofeld, Bizarro-Raum, Aussetzer oder keine Ahnung, was euch einfällt, I guess. Und zu guter Letzt habe ich noch Psychokinese, um halt selber noch ein bisschen Schaden zu machen. Dann die EV-Verteilung ist halt relativ Standard wie bei Lamus. Und zwar Full-Spezialangriff und Full-Verteidigung und ein bisschen in KP. Das Ganze werde ich euch zeigen, wie wir das Ganze machen, wie natürlich auch immer. Das heißt, wir gehen hier in unser Eisen und benutzen 25 auf Morbitess. Dann 25 Calcium, dann 4 Heilfedern, 4 Abwehrfedern und dann 2 Geniefedern. Nein. Wait. 4 Heilfedern, 2 Abwehrfedern, 2 Geniefedern. Oh mein Gott, Alter. Komplett versprochen. So, ich hoffe, niemand hat seine Federn gewastet. Upsie Daisy, sage ich mal. Ja, und dann natürlich auf Level 100 bringen. Das heißt, wir haben Wesen, wir haben DVs, wir haben EVs, wir haben unsere Attacken, wir haben unser Item. Das ist ja, wie gesagt, frei überlassen. Und dann gehen wir einfach mal rein und ich zeige das einfach mal. Also Libello werde ich jetzt hier nicht besiegen können. Definitiv nicht, weil es halt ein Support-Set ist. Aber ich kann euch ja mal zeigen, der erste Skill von Libello, der wird wahrscheinlich schallern, weil wir noch nichts gesetupt haben, weil wir halt langsamer sind. Aber sobald wir einen Reflektor oben haben und vielleicht ein, zwei Charm oder so, wird er halt gar nichts mehr machen. Da kommen dann auch zum Beispiel Überreste oder wenn ihr zwischendurch angreifen möchtet, Muschelglocke sehr zum Schein. Aber ich würde halt empfehlen, weil ihr ein Supporter seid, erstmal Reflektor aufzusetzen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch einen Bedroher, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, er ist plus minus null, also komplett neutral. Ich empfehle euch aber erstmal den Reflektor abzusetzen, falls ihr Morbitess spielt. Sehr, sehr wichtig. Weil das halbiert halt den physischen Schaden, den wir nehmen. So, Feuerball Nummer 1 kommt natürlich durch und macht obviously richtig viel Schaden, das ist klar. So, hier haben wir jetzt eine Option. Hier könnten wir zum Beispiel anfeuern noch unsere Mates, um zu heilen oder um standhaft zu bleiben, also die Defensive zu erhöhen.
Wir können hier aber auch zum Beispiel jetzt eine Trugträne machen, um halt, ja, unseren Kollegen da zu supporten. So. Aber ich werde jetzt mal wegen dem Video einfach euch zeigen, dass Libalo literally keinen Schaden macht, wenn wir es halt ein bisschen charmen. So. Jeder Feuerball trifft. Das ist Vorführeffekt. Das ist komplett Standard. Damit habe ich auch gerechnet tatsächlich. Ist halt ein Gamble, so, ne? Ob euch das Ganze trifft oder nicht. Aber ich finde halt den Blendpuder relativ cool. Überreste natürlich, sobald Libalo auf gefühlt minus 6 ist, Angriff und so, macht halt wirklich nichts. Da sind die Überreste viel, viel besser. Aber vielleicht kommt der Blendpuder ja auch mal zum Scheinen. Lass mich nicht im Stich, Blendpuder. Ach nee, der hat heute echt keinen Bock. Der ist heute komplett AFK. Gut. Damit wäre Libalo minus 1. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr seht schon, er macht nicht so viel Schaden. Also ihr könnt ihn halt eigentlich komplett entschärfen tatsächlich. Was halt richtig geil ist. Und dann macht ihr ihn halt mit Trugträne auf minus 6. Haltet den Reflektor immer oben. Und euer Partner, also aka Lamus, one-shottet ihn dann. Und somit könnt ihr halt eure Friends im Online-Battle helfen. Oder irgendwen random oder was weiß ich. Und Blendpuder hat literally echt keinen Bock heute, ne? Wirklich gar nicht. Gut, Freunde, das war's dann aber auf jeden Fall für dieses Video. Mehr möchte ich euch nicht zeigen. Wie bereits gesagt, ihr braucht auch nicht Charm. Ihr könnt auch rechte Hand drauf tun, Psychofeld oder anderen Mist, der euch einfällt, um das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wobei Charm doch relativ gut ist auf jeden Fall. Alright, dann Freunde, natürlich, wie immer, falls euch das Video gefallen hat, Feuerball will auf jeden Fall nicht missen, wir kriegen noch den Burn, sick. Dann lasst dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen und dann wünsche ich viel Spaß mit Libalo und viel Erfolg auf jeden Fall. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, macht's gut, ich bin raus, peace.